Hey, hallo. Schön, dass du den Weg auf ein weiteres Video von mir gefunden hast. Heute beschäftige ich mich mit dem Titel Lemmings 2 The Tribes für den Commodore Amiga. Das Spiel stellt den Nachfolger des legendären Lemmings dar, welches ebenso ursprünglich für den Amiga entwickelt wurde. 1993 wurde es veröffentlicht und genau wie der erste Teil von DMA Design entwickelt und vom Psygnosis vertrieben. Gleichzeitig wurde das Spiel dabei für jedes erdenkliche System herausgebracht, was damals Rang und Namen hatte. Bei Lemmings 2 handelt es sich im Prinzip wieder um das gleiche Spielprinzip wie beim Vorgänger. Eine bestimmte Anzahl an Lemmingen wird zu Beginn in das Level gelassen und ihr habt bis zu 8 Fähigkeiten, mit denen ihr die einzelnen Lemminge ausstatten müsst, um das Ende eines jeweiligen Levels erreichen zu können. Anders als beim ersten Teil sind diese Fähigkeiten allerdings nicht für immer festgelegt, sondern es kommen laufend neue Fähigkeiten dazu, die eine andere ersetzen. Diese Fähigkeiten könnt ihr zu Beginn austesten, um sie kennenzulernen. Hierzu wurde extra ein Practice-Modus eingebaut, in welchem ihr aus der gesamten Palette der Fähigkeiten eine eigene Zusammenstellung machen könnt, um diese in Ruhe zu begutachten und euch in der Nutzung der Werkzeuge zu üben. Dabei ist auf der Seite der Werkzeuge ein Ventilator hinzugekommen, mit welchem ihr bestimmte Lemminge oder Pendel antreiben könnt. So ist es auch möglich, Lemminge mit bestimmten Fähigkeiten auszustatten, um diese mit der gedrückten Maus schneller durch ein Level zu navigieren. Wenn ihr euch im Übungsmodus ausgetobt habt, kann es ernst werden. Auf einer Landkarte seht ihr 12 Puzzleteile, die eine Navigationskarte ergeben, wenn diese zusammengefügt werden. Allerdings wird es erst einmal knifflig, bevor ihr eines der Teile bekommt. Um euch ein Puzzleteil zu verdienen, müsst ihr jeweils alle Level eines Stamms durchspielen. Die einzelnen Stämme unterscheiden sich vor allem durch die grafische Darstellung der Level, durch eine eigene Musik und zum Teil auch durch unterschiedliche Fähigkeiten, die ihr beim anderen Stamm nicht zu sehen bekommt. Hierdurch entsteht für jeden der unterschiedlichen Stämme eine einzigartige Atmosphäre und es werden auch sehr viele individuelle Rätsellevel zu sehen sein, die sich nicht sehr stark gleichen werden, wenn ihr den Stamm wechselt. Genau wie der erste Teil ist Lemmings 2 uneingeschränkt zu empfehlen. Durch die große Vielzahl an gelungenen neuen Fähigkeiten, welche neue Denkweisen erfordern, überbietet der Nachfolger sogar noch einmal den ersten Teil von Lemmings, was die Komplexität angeht. Hinzu kommen noch viele schön gestaltete Welten, die sich durch die 12 Themen sehr unterscheiden und einiges an Abwechslung bieten. Die Level sind dabei immer logisch gestaltet und der Schwierigkeitsgrad steigert sich langsam, sodass man sich mit jedem weiteren Level immer weiter verbessern kann, ohne überfordert zu werden. Zum Schluss rundet der Soundtrack das Ganze noch einmal ab und steht dem von Lemmings 1 in nichts nach. Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren.